Auch an die Firma Spar heute die Frage. Es gab heute den ersten Milchgipfel sozusagen. Vertreter der Landwirtschaft, Vertreter der Bauern, Vertreter der Vorarlberg Milch und auch der Vorarlberger Handelsunternehmen haben sich heute getroffen, um die Problematik am aktuellen Milchpreismarkt oder am Milchproduktmarkt eigentlich zu besprechen. Nachdem einige Discounter Anfang Mai damit begonnen haben, die Milchpreise zu senken, mussten auch die Vorarlberger Handelsunternehmen nachziehen. Was nehmen Sie heute aus der heutigen Diskussion mit? Also wir sehen die Situation dreigeteilt. Einmal sehen wir den Konsumenten, wir sind Anwalt des Konsumenten und der Konsument ist sicherlich interessiert an einem günstigen Milchpreis, eine qualitativ gute Milch zu einem günstigen Preis. Im Spannungsfeld ist dann der sogenannte Bauer etwas salopp formuliert, also die Landwirtschaft, das bäuerliche Einkommen und diese Situation hat für uns als Spar einen hohen Stellenwert und wir haben diese Zusammenarbeit mit der Vorarlberger Landwirtschaft, in vielen Bereichen stellen wir das unter Beweis und wir sind auch der größte Abnehmer der heimischen Landwirtschaft. Jetzt haben wir einmal den Konsumenten, wo wir Anwalt sind. Wir brauchen den zufriedenen Konsumenten. Wenn es den zufriedenen Konsumenten nicht gibt, dann gibt es eines Tages uns nicht mehr. Und zum Zweiten haben wir aber auch großes Verständnis für die bäuerliche Einkommenssituation und unter Respektierung dieses Stellenwertes haben wir als Spar entschieden, dass wir diese Preisspirale Milchpreis, die sich abgezeichnet hat, nicht in Gang gesetzt haben. Und so können wir sagen, in Gang gesetzt hat sie ein Discounter mit Stichtag am 1. Mai. Es sind dann drei weitere Mitbewerber am Sonntag, den 4. Mai, nachgezogen mit dem reduzierten Milchpreis. Und wir haben dann am Mittwoch, den 7. Mai, auch entsprechend reagiert, weil der dritte Teil ist eben der Markt. Konsument, Bauer und der Markt. Und wir können uns dem Markt nicht verschließen. Der heutige Gipfel hat vielleicht das gebracht, dass jene, oder im Wesentlichen nicht alle, aber dass doch der Großteil jener, die die Preisspirale in Gang gesetzt haben, heute der Einladung nicht gefolgt sind. Sie sind also nicht gekommen. Man könnte sagen, wir haben die Rechnung gemacht ohne den Wirt. Das ist zu bedauern. Andererseits, solange man Gespräche führt, ist es immer positiv. Und wir als Spar sagen eigentlich, wir kaufen alles im Lande. Und glauben, dass wir der treueste Abnehmer im Lande sind. Und mehr als alles im Lande zu kaufen, kann man eigentlich nicht tun.